Jawohl, bei Let's Play Sons of the Forest. Wir sind unterwegs in einer Höhle. Einer recht interessanten Höhle. Haben uns da schon ordentlich durchgeschlagen, wurden auch schon einmal besiegt. Ich habe mir gedacht, mit Pfeil und Bogen könnten wir was reißen, aber... Nö, 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 so leicht nicht, Freundchen. Ich muss dringend. Okay, ich brauche dringend Energie. Pass mal auf. Energieriegel. Der gibt Energie. Hunger ist ja eh nicht so groß. Wobei ein bisschen Hunger. Wurscht. Und ein Energy Drink pfeift man sich ja eine. Oh, jetzt geht's uns auf jeden Fall besser. Okay. Da war einer. Da ist der nächste. Da geht's einfach, dass ich oft genug mit Speer zustechen kann. Es gibt doch nicht. Bleib nicht hängen. Oh, shit. Hallo. Ah, ja, genau. Boah, nein, 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 nein. Zu viele, zu viele. Ich häng schon wieder. Das ist doch nicht wahr. Okay, der hat jetzt. Herrscht, wo kommen die her? Ich kenne mich überhaupt nicht aus, wo ich gerade bin. Oh, kommt schon. Einer weniger. Ruhe! Oh, der zieht mir sowas von. Boah, das. Ich häng schon wieder irgendwo! Ich glaube, ich habe am. Na genau. Das würde natürlich. Ich will so aufheben. Alter Schwede! Wie viel waren denn das jetzt dann so viel, wenn noch nie auf einen Haufen gehabt? So. Die zwei Hobby. Ich muss jede Rüstung wecker. Boah. Ich meine, ich habe nur kein. Es ging noch keine Gesundheit drauf, ja, aber Rüstung ist ordentlich weggegangen. Und unser Weg. Habe ich sicher noch kein. Glaube ich nicht, dass ich da schon rausgenommen hätte. Aber bitte. Da. Da habe ich aber auch kein Messersymbol. Da, Rüstung, Rüstung.
Boah, ich fühle mich schon wieder besser. Ich glaube, ein oder zwei habe ich da hinten noch. Zum Glück habe ich vorher wirklich Energie gesammelt. Das waren jetzt eindeutig zu viele. Nö. Das Problem ist, wenn ich da reinpfeife mit was Explosiven, bekomme ich natürlich auch keine Rüstung mehr. Ja, da geht's auch schon wieder weiter. Oh, wie groß. Oh. Hallo? Wackeln? Ich glaube, da ist sonst nichts mehr. Gut. Das heißt, den Weg braucht man nicht mehr. Wir sind schon wieder Batterien, werden schon wieder lachen. Ernsthaft? Ernsthaft, da fahren wir mitten in der Höhle Radio? Wie kriegt denn das überhaupt Empfang? Wir haben kein GPS-Signal. Ah, nö. Die schon wieder. Und das Schlimmste ist, wir haben noch einen Weg. Da hängt einer. Boah! Hab ich mich gerade erschreckt, da hängt einer. Was? Und das? Lederjacke, okay. Ja, von mir aus. Lederjacke ist okay. Hä? Was? Betäubungs. Okay, nice. Was ist denn da? Ich benutze ein Betäubungsgewehr. Hallo? Ah, hier geht's nicht weiter. Oder was? Hä? Ernsthaft? Wirklich? Aber, ah, da ist irgendwas drinnen. Nee, ah. Scheiße. Na, das war nur. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Das heißt, wir haben nur eine neue Waffe und eine Lederjacke bekommen. Ja, cool. Lederjacke ist zwar cool. Hätte ich mir aber einbüht, haben wir den jetzt schon für Kelvin. Platine. Voll. Super. Das heißt, um hierher zu kommen, nur für eine Lederjacke und ein Betäubungsgewehr. Haben wir da irrsinnig viele Gegner schnetzeln müssen. Haben haufenweise Rüstung verloren. Danke, Spiel. Und die Finger eines, die sind halt total imbar. Die schnetzeln die halt weg. Weh.
So, hier waren wir. Hier sind wir nach rechts gegangen. Also müssen, gehen wir jetzt nach links. Ich würde so gerne speichern. Aber warte mal. Gehen wir vielleicht speichern? Geht das in der Höhle auch? Wir gehen da einmal rauf. Ich hab gerade mal eingebildet, dass wir das... Ja! Dann machen wir das einmal. Nein, warte noch. Nein, Entschuldigung. Neuer Spielstand. Und mitnehmen. Wo ist der Stick? Knochen, Knochen. Ich bin voll. War der Fisch schon vorher da? Ich sollte wieder essen und trinken. Wie schnell das die Zeit vergeht. Also bei der nächsten Höhle muss ich mir auf jeden Fall besser ausrüsten. Kann ich eigentlich hier trinken? Ne, in der Höhle kann ich nicht trinken. So, schauen wir weiter. Das ist nämlich, wenn sollten wir sterben. Rettungswesten. Viele Rettungswesten und ein komischer Schwimmring. Wer bläst hier herunten einen Schwimmring auf? Oh oh. Hier ist keiner. Das macht mich schon stutzig, weil gerade hier hätte ich gerechnet, dass irgendwer ist. Ist ja eine riesige Höhle. Nö. Nö. Hier ist niemand. Okidoki. Die tauchen dann auf in irgendeinem engen Gastel, so wie den hier, wo wir nicht entkommen können. Ah. Noch mehr. Eine? Okay. Seil. Sehr gut. Hier geht's weiter, oder wie? Warte noch aus. Oder bin ich da gekommen? Ich glaube, da bin ich gekommen, oder? Da bin ich gekommen. Die muss da runter. Oh shit. Oh shit. Wieso? Ich habe einen gröberen Verdacht. Ein Tuch? Noch ein Tuch? Ein Energy-Getränk. Das ist, finde ich, nice. Essen? Oder? Shit, da habe ich es dann eindeutig zu viel. Wedel. Ein Tauchgerät. Und lass mich raten, ich bin hier nicht allein. Wer den Endscreen kennt.
Was, dass wir da nicht allein sind? Da kann ich auch noch weiter. Was ist da? Noch zwei Energy-Getränke. Das finde ich nice. Ich glaube, dann pfeife ich mir aber gleich direkt ans eine. Dass das da liegt, ist ein Zeichen. So. Ein Arm. Nö. Ich mir denke, den kann ich erst irgendwie ins Wasser vielleicht werfen. Gerade da, wo ich ihn finde oder irgendwas. Oh, da finde ich welche. Schau, schau mal. Pass auf, ich speichere hier nochmal. Ich habe nämlich viel zu viel Angst, dass da jetzt dann irgendwas nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Da war die letzte Speicherung, jo. Ich kann den auch nicht anlegen. Naja, Bein? Hallo? Beinchen? Jemand hast du auf Beinchen? Ich mir denkt, dass ich vielleicht. Ich glaube nämlich, dass da unten irgendwo ein Hai drinnen schwimmt. So, wo ist denn das Tauchgerät? Dritten, das ist recht groß, schätze mal. Wir haben das Tauchgerät dann. Deswegen da haben wir halt wirklich nicht viel. Da geht's weiter. Schaut aber so aus, als ob wir da wirklich allein im Wasser sind. Ist das vielleicht der Hai, den ich draußen getötet habe? Okay, na, hier scheinen wir im Kreis. Ja, dort geht's raus. Ist das vielleicht der Sinn und Zweck dieser Höhle, das Tauchgerät? Ich meine, ich hätte mir jetzt dann, ganz ehrlich, ich hätte mir jetzt wirklich einmal die Schaufel gewünscht. So, hier scheint es weiter zu gehen. Der Lufttank kann man weniger, aber ja, es geht. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir tauchen müssen. Aber die Sicht ist schon besser wie im ersten Forest. Ein bisschen schärfer, ein bisschen zwar unscharf, aber nicht so brutal. Kein Haiangriff, das gefreut mich sehr. Ich denke, dass da jetzt dann ein Hai schwimmt und wir müssen den erst auslöschen. Also entweder ist es, was? Was? Wo? Wir sind draußen, oder? Und schnell zurück! Da draußen ist garantiert ein Hai. Lauf! Schwimm, wurscht! Da sind wir daheim.
So, ablegen. So, Taschenlampe weg. Ja, okay, ich glaube, wir haben die Höhle durch. Ganz ehrlich. Ich glaube, wir machen uns auf den Rückweg. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt. Hier mal speichern. Dann die Plane nehmen wir mit, weil ich glaube nicht, dass ich, also die Höhle finde ich eh nochmal. Ich würde mal so sagen, wir schauen, dass wir jetzt. Ah, oh, Virginia! Wie kommst denn du hierher? Und bringt mir noch, oh, bringt mir noch ein Naschi mit. Ja, danke schön. Die hat uns jetzt wirklich. Die ist uns nachgelaufen. Die ist so süß. So, erst hast du mal zurück. Ich hoffe, Virginia kommt uns nach. Und ich hoffe, wir können die Mutantenrüstung vielleicht dieses Mal behalten. Das würde mich schon freuen. Daher müssen wir. Oh, okay. Keine Ahnung. Es ist, glaube ich, ein breiter Weg zurück. Es ist. Oh, Vormittag. Geht. Zeitmäßig. Geht's eigentlich? Super, weit sind wir vom Strand weggekommen. Wahnsinn hier. Virginia bleibt bei der Höhle. Ich bin jetzt auf eines wirklich gespannt, ob jetzt mehr Mutanten auf der Insel herumlaufen, wo wir eine weitere Höhle geöffnet haben. Oder ob das gleich bleibt, weil ich muss ehrlich sagen, ich hätte nichts gegen ein bisschen mehr Mutantenrüstung, die Knochenrüstung, also ja, wollte ein bisschen daheim bleiben. Um wieder mal, ja, ich würde nicht sagen, unsere Wunden lecken. Es war das letzte Mal schlimmer. Also hier waren eigentlich zwei große Höhlen, die was uns recht viel kostet, die eine überhaupt. Ja, das mit Pfeil und Bogen. Ganz ehrlich, nein, würde ich jetzt nicht mehr machen. Virginia, kommst du bitte? Ich fühle mich sicherer, wenn du mich begleitest. Alter, was für ein Gewitter. Jedenfalls die Geräusche. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg. Ich hoffe, jo, ist er. Es ist nur, boah, wahnsinnig weit entfernt. Ekelhaft, wie weit wir da entfernt sind. Aber ich glaube, das war jetzt dann einer der weitesten Höhlen. Unter anderem ein Grund, warum ich es gemacht habe. Wenn man denkt, hab, wir gehen. Ich glaube nicht zu der ersten, sondern zur weitesten, solange wir noch so gute Ausrüstung haben und alles. Ich lasse dich mal in Ruhe, ja. Ich finde schon noch einen Weg um euch. Es tut mir leid, aber das Gewitter klingt nicht so, als ob das so kehrt. Entschuldigung, aber. Ich hoffe, Virginia kommt.
kommt dann irgendwann wieder. Und bleibt dann nicht für immer dort. Das muss entweder ein Schneesturm sein oder irgendwas, aber normalerweise, wenn ein Schneesturm ist, ist sagen uns meistens, dir ist kalt und du bist nass. Was für eine schöne Lichtung hier. Geiler Platz. Bisschen entfernt vom Wasser, da wären zum Beispiel die Regenkollektoren wieder nutzbringend. Oh, dieses Gewitter. Gewitter. Und man sagt, die Regenkollektoren, und ich habe schon wieder kein Schildkröte erlebt. Irgendwann einmal muss ich zum Strand oben nur auf eine Schildkrötenjagd. Es gibt ja nicht, dass ich keine einzige Schildkröte erwische. So, das zuerst schaut, als ob da irgendwo einer liegt. Okay, hier ist der Flussdikus. Finde ich eine Möglichkeit, da drüber zu kommen? Oder? Es? Schaut einmal nicht so leicht. Oder was? Ich glaube, da hinten hätte ich vielleicht die Möglichkeit. Jo! Also wenn ihr jetzt 7 Days to Die spult, sogar die heute Nacht ist Blutmond. Weil da ist es auch in diesen regelmäßigen Abständen das Donnern und das Blitzen. Aber ich bin so froh, wir haben die Höhle überlebt. Was haben wir denn jetzt eigentlich Besonderes gekriegt, außer... Ich muss ehrlich sagen, was wir gekriegt haben, war ein Betäubungsgewehr. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wahrscheinlich, ich glaube, das schaut so aus wie so ein Tasergewehr. Da sind wir wieder zurück. In einem Stück bei unserem Häuschen im Wald. Ich finde es immer wieder cool, dass wir da auch vorbeikommen. Finde ich schon cool. Eigentlich könnte man sich hier wunderbar jetzt ausruhen. Aber trotzdem, mir gefällt unser anderes Hütchen. Hier waren halt Unmengen von Holz. Au. Wir sind halt dann so komplett ungesichert. Aber hier baue ich gerade in meinem Bau. In meinem, wo ich rein noch bauen tue. Guck mal, zwar, also das muss man ehrlich sagen, das ist auch, ich habe das mit einer Custom Map, also Custom, mit einem Custom Spielstand, habe mir dort den Tag eben so eingestellt, dass alles real ist. Eine Minute in Echtzeit ist eine Minute im Spiel. Nicht so wie da, wo es jetzt schon dreiviertel Öfe ist. Sondern dort vergeht wirklich, dort war das jetzt dann 2-3 Minuten, 5 Minuten später. Es tauchen. Ah ja. Es tauchen Gegner auf. Keine Frage. Aber vereinzelter. Weil. Ich glaube, das liegt doch daran, weil sie es dann nicht so zeitgedrängt zueinander stehen. Weil da 5 Minuten Realtime-Kampf ist im Spiel 3-4 Stunden. Da kann schon mal eine zweite Patrouille vorbeikommen. Da kommt es mir wirklich so vor, so alle 2 bis 3 Stunden kommt einmal so ein Speer vorbei, sagt einmal Hallo.
Ich glaube, Virginia ist immer noch da hinten. Ja. Die ist dort geblieben. Ich hoffe, sie kommt wieder und hat sich da nicht verpackt. Das wäre ganz, ganz schlimm. Ich mag es, wenn Virginia bei uns ist. Die bringt trotzdem so ein bisschen Freude ins trostlose Leben. Außerdem, wir wissen doch, wie sie und Calvin zueinander stehen, die zwei. Diesem Glück wollen wir natürlich nicht im Wege stehen. Jedes denkt, ich glaube, dass mit uns so ein bisschen mitkommt. Anscheinend habe ich mich geirrt. Gleich. Da, siehst du es? Siehst du es? Wir sind zu Hause! Lasst mich rein! Ich nehme trotzdem einen längeren Weg. Ah. Andererseits, sie wartet ja gern bei Nacht, eine. Bei Nacht kommen. Wo ist mein guter Calvin? Oh, Calvin! Calvin? Ich schätze mal, der Geist hat da irgendwo draußen. Calvin? Ah, da. Oh, ich glaube, er vermisst Virginia. Kann das sein? Vermisst du Virginia? Gut, das habe ich alles geöffnet. Das schaut zwar dann alles geschlossen aus, dürfte aber geöffnet sein. So, wir machen einmal eins. Wir sind zu Hause, wir speichern. Wieder mal. Mann, oh Mann. So, jetzt gehen wir mal ganz in Ruhe, sind wir es anschauen. Was haben wir? Wir haben ein bisschen Fleisch, Steakstück, Speckstück, Gehirnstück, Medizin sind wir voll, ein Energieriegel, wir haben unsere Energiemischungen, wir haben Dosen, wir haben Energydrinks. Da haben wir ja nichts Neues dazu bekommen, zwei Geldbörsen. Trinken muss wieder auffüllen, Federn haben wir genug, Dosenöffner, gedruckte Blätter, bla 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 bla. Zwei Zeitbomben, wir haben Blindengeschoss, Schrotkugeln haben wir wenig, Betäubungsgewehrmunition, 9mm, 24. Wir haben eine Pistole mit Aufsatz, wir haben ein Betäubungsgewehr, wir haben Pfeile. Zwar nicht mehr so viele, wir haben ein Seilgewehr, Pfeile, Solarpanel, unsere normalen Paneele. Da hat sich nichts verändert, keine bessere Axt. Wir haben da ein bisschen verrotteten Kopf, Bein, Arm, Schädel, Tauchgerät und... Gut, hier sollten wir mal anfangen. Nicht tragen, sondern entfernen. Na, mit der Knochen können wir nur das. Wir sollten uns wieder heute ausrüsten. Wir müssen wieder schauen, dass wir da... Dass wir da wieder ein bisschen voller werden. Gut, unsere Tech-Rüstung haben wir ja eh noch. Die hat Rüstung. Okay. Nice. Langsam, aber stetig steigt doch die. Eine Lederjacke. Der Regenschutz. Ist nicht viel.
Da ist der Lufttank. Bauchgerät. Da ist noch ein bisschen viel frei. Da wird noch irgendwas böen. Kelvin, alles okay? Hey, hey Kelvin, du coole Socke. Nimm Gegenstand. Was können wir denn dir geben? Ja. Okay, das ist, haben wir schon mal gefunden. Ist das Gleiche. Ich habe es fast befürchtet. Gut. Ja, den Tag druckt man noch irgendwie durch. Was haben wir hier? Platinen. Was? Was tut der? Ach, du liebe Güte, R. Platinen waren wir nämlich auch schon wieder voll. Wo sind die da? 1, 2, 3, 4, so. Seile hätten wir genug, aber brauchen wir nicht. Pflicht, dann ist das halbe Leben. Okay, da haben wir auch schon wieder. Die Leuchtfackeln. Rinn damit. Medizin sind wir eigentlich voll. Was? Ist der? Der hat doch eine Messe. Ach so, kann ich den nachfühlen. Ich verstehe. Oh, Happy Bubby. Da sind wir ja auch schon wieder voll, da kann ich aber nichts mehr hinlegen. Drei. Gut, okay. Bin schon wieder ziemlich fui mit allen und trotzdem, ja. Wieso ist in mein Feuer Schnee? Und wieso schneibt schon wieder? Ich glaube, ich werde dann ein paar von den Regalen noch brauchen. Ach, Nase juckt. Jutti, 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 wie schaut das da aus? Ah, okay. Es ist noch da. Ihr befürchtet, dass das nämlich eingeht. Aber nee, es ist noch da. Vor allem im Winter sehen wir halt überhaupt nichts. Da gehört meines Erachtens nur ein Solarpanel her. Ja. Ding. Glühbirnen habe ich hier auch noch eine. Oder zwei oder drei. Ja, Kelvin, wir wissen's. Dein Ohr, denn du bist so arm und. Und was weiß ich noch alles und. So, Glühbirne. Ding. Bang. Ich finde das extremst cool.
Aber sowas von. Okay, also, hoppala. Die gingen wir eh schon länger am Zager. Und da wir sonst gerade nicht viel zum Tun haben hätte. Und mir das sowieso nervt, dass ich da andauernd bei denen hängen bleibe. Ich hoffe halt wirklich, Virginia kommt, findet den Weg zu uns. Wieder. Ein Schlückchen trinken. Hallo? Oh, kann ich nicht mehr trinken? Ah, jetzt. Was ist los, Kelvin? Mal wieder die Gegend ein bisschen verschönern. Wer weiß, was wir da noch machen? Es kommt ja schon gleich das nächste Update hier bei mir. Also gleich. 2 Tage, glaube ich. Brauche ich dann noch. Also wenn die Folge erschienen ist, kommt dann ist schon das Update da. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich würde mir halt noch so eine Art Balancing wünschen. Mit den Eingeborenen. Jetzt geht's natürlich jetzt, wo wir die Verteidigung haben. Da wäre es natürlich sehr nutzbringend, wenn es jetzt soweit wäre. Und ich weiß nicht, vom Bausystem her, mir fehlen so ein paar Sachen. Ich überleg gerade, was haben wir da gehabt? Die Rodelbahn, na die wäre... Kelvin, kannst du nicht einfach... Bleib hier bei der Unterkunft, dass du mir nicht immer nachrennst. Du gehst mir nämlich sowas vorm Zager, wenn du ständig bei mir herumläufst. Er ist keine Frage, er ist super nutzbringend manchmal und er hat alles, aber wenn er da ständig um die herumgondelt. Oh, bin doch kein Babysitter hier. Wobei mir manchmal so viel. Jetzt endlich haben wir es erwischt. Der ist mir auch so am Nerv gegangen. Schaut, dass man die Müllsäcke nicht auf kann. Es hat keiner gesehen. Und schon ist der Müll weg. Bisschen zusammenräumen wir hier, wie schaut's denn da aus erst? War nicht euch ernst sein. Nur ein Stein. Alles so durch die Gegend immer liegen, das ist doch. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Bubadip. Ja, servus beim neuen Aufräumsimulator 2023. Heute wird der Wald zusammengeräumt. Liebe Kinder. Immer schön darauf achten, dass der Wald sauber bleibt. Damit die nächsten Mutanten und Ureinwohner auch eine Freude daran haben, auch in weiteren 100 Jahren. Jo, das war's.
Besser. Ich wünschte zwar noch, man könnte den da. Was? Was heißt Winterjacke? Entschuldigung, was heißt Wind? Wo ist bitte eine Wind? Da steht Winterjacke. Ich kann nicht mehr tragen Winterjacke. Ich hab. Ich habe nur die. Nein, ich habe. Ich habe eine Winterjacke an. Cool. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Na, die hast du so nicht nah dazu. Im Winter eine Winterjacke. Wird da schon alles eingesammelt, anscheinend. War mein Lutfinger wieder schnell? Ich fühle mich gerade sehr einsam hier. Ja, Virginia wird wahrscheinlich immer noch da unten. Na los, mehr Zeit. Vielleicht taucht sie ja morgen wieder auf. Ich fühle mich halt sehr einsam. Jetzt habe ich nur mehr Kelvin bei mir. Und wir wissen, Kelvin ist halt ein Kelvin. Aber trotzdem, unser Inventar ist schon schön voll. Aber leider noch nichts von den Nutzbringenden, was ich brauchen könnte. Ups. Ich glaube nicht, dass das so gehört. Es ist sehr ruhig geworden hier bei uns. Und auch sehr kahl. Aber zurzeit brauche ich keine Bäume nachwachsen lassen. Sehe ich keinen Grund dazu. Knochen braucht man dann auch mal wieder. Da müssen wir ein Fällchen aufstellen. Oh, und eine Geldbörse. Ich glaube, wir hatten hier Besuch. Ich glaube, da war erst vor kurzem einer. Na gut, es wird schon spät. Ding. Willst bitte noch einmal so schickst, du scheiß Radio. Ich hab mir geglaubt, was da schießt gerade wer oder irgendwas. Weiß ja nicht, dass das vielleicht eingeführt wird. Ha! Jetzt haben wir Ureinwohner oder Eingeborene. Jetzt haben wir Mutanten. Jetzt kommen noch feindliche Soldaten. Ha! Man weiß es nicht. Zuzutrauen ist den Entwicklern auch. Vieles. So, den Fisch heben wir mal auf. Ich müsste da mal nachschauen, ob wir dann in der Falle wieder Fische haben oder nicht. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt wieder Knochenrüstung, vielleicht auch Mutantenrüstung. Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir die bekommen würden. Das können wir aber nur bekommen, wenn wir Mutanten, dann werden wir mal am Morgen schauen, was wir noch bauen können hier im Hütchen. Ich fühle mich da so ein bisschen, das ist alles so kahl.
Wir müssen schauen, dass wir da mal anfangen, ein bisschen wieder schöne Sachen zu bauen. Holzhammer, Stöcke kann uns Kelvin holen. Sicher ist also auch nicht so als großes Problem. Also, ja. Die Fischreuse funktioniert im Winter nicht. Gut, aber wir könnten Kelvin auch jederzeit zum Fischen schicken. Der mochte das. Energy-Riegel. Oh, jetzt ist mir aber richtig kalt. Oh. Ich glaube, Virginia ist vom Tor. Wo ist denn der auf einmal auftaucht? Hey, Reggie! Hallo! Hat uns einen Fisch gebracht! Virgie? Hallo? Okay. Hey, hallo, hallo, hallo! Hier geht's rein! Ich glaube, sie hat gerade versucht, über die Dornen zu kommen und hat es nicht zusammengebracht. Oh, ich finde das so schön, sie findet immer wieder den Weg zu uns. Ah, ich habe zwar jetzt dann keine Ahnung, wie sie so schnell hierher kommen konnte. Echt, aber ich bin trotzdem froh. So, wird zu. Und sie hat uns gleich einen Fisch auch mitgebracht, also... Man kann sagen, was man will. Hip. Schwubidi. Das gefällt mir extrem gut mit da oben, aber ich brauche da oben noch mehr Fackeln irgendwie. Das ist zu wenig. Aber es ist cool. Hey. Wo willst du, dass wir hingehen? Ja. Ich seh's. Das ist halt der Nachteil, wenn man anscheinend bei so einem besonderen Ort wohnt. Sie will immer wieder, boah, es wird mir aber extremst kalt. Oh. Schnell wieder. Ah. Schön ums Feuer. Natürlich. Oh. Das ist gerade zerbrochen. Coole Animation. Auf jeden Fall. Fliege. Oh, das ist aber jetzt schon eine lange Folge. Ich glaube, wir speichern hier und dann schlafen wir. Neuer Tag, neues Glück. Na gut, meine Lieben, jetzt werden wir ein bisschen zu Hause wieder bleiben. Hallo. Na, hast du gut geschlafen? Ich habe verdammt gut geschlafen. Und werden mal schauen, dass wir unsere Rüstung wieder ein bisschen aufkriegen. Schauen wir dann, wenn wir wieder Besuch kriegen. Und ein bisschen was bauen. Und ja, irgendwann werden wir schauen, dass wir wieder in die nächste Höhle gehen. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Schaufel wäre nicht schlecht. Und das eine drum, das hat mir gerade ein bisschen... Es ist noch sehr viel, glaube ich, zu tun. Naja, macht ja nichts. Ich spiele gerne und es freut mich. Ich hoffe euch auch und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss mit dir. Ciao mit dir. Servus mit Full Frau.